Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Wir sind immer noch im Salzkammergut und zwar am Attersee in Unterach. Und Otti wird uns jetzt erzählen, was wir vorhaben. Otti, was passiert heute? Ja, servus auch von meiner Seite. Wir gehen heute auf den Hochplättspitz. Der ist ungefähr 1100 Meter hoch. Da müssen wir gut 500, 600 Höhenmeter überwinden. Ja. Und dort gibt es eine Aussichtsplattform. Hier an der Kirche beginnt unsere Wanderung. Die Gehzeit ist ausgewiesen etwa mit 2 Stunden und 45 Minuten. Jetzt sind wir zum Glück von der Straße weg. Dort, wo die pralle Sonne auf den Asphalt scheint. Und jetzt gehen wir auf den Weg steil bergan in den Wald rein. Oh, wie herrlich. Der Wald empfängt uns hier mit seiner Frische. Hier im Schatten geht's ja, aber in der Sonne, in der prallen Sonne, mein lieber Schwan. Dann schlagen wir mal die Richtung ein. Mal sehen, was uns dort erwartet. Ganz weit oben, da ganz weit hinten, da stehen immer noch Bäume. 55 Minuten. Ja, haben wir noch eine Stunde, oder? Eine wunderschöne Lichtung im Wald. Und jetzt halb rechts hoch auf den Berg. Jetzt. Richtig schön viel Schnee, aber ganz weit oben. Und hier nochmal das Dachsteingebirge. Nach knapp anderthalb Stunden haben wir erstmal eine kleine Pause gemacht, einen Riegel gegessen, etwas getrunken und jetzt geht's weiter bergan. Mein lieber Mann, das sind doch noch etliche Höhenmeter. Das absolute Bärlauchparadies. Bärlauch, 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 immer noch Bärlauch, immer noch. Überall Bärlauch. Die Vegetation verändert sich. Jetzt haben wir hier Disteln und Ehrenpreis. Wie das Grüne heißt, weiß ich nicht. Hier wachsen ganz viele Walderdbeeren. Hier das Weiße, das ist alles Walderdbeeren.
Bis auf das Bärlauch. Ja, aber wir sind zu früh hier. Ja, wir sind gerade am Blühen. Da geht's lang. Hey, Aussichtsturm. Herrlicher Blick von hier. Dann lass uns die letzten Meter noch hochgehen hier. Ich folge dir. Ja, welche Abwechslung. Mal wieder Bärlauch. Was ein Panorama. Wer schreibt da was? Nicole und Ralf? Mhm. Ja, Leute, wir sind jetzt oben. Am Hollerberg. Ja, fast 5 Kilometer gelaufen und ja, wir sind nicht ganz hoch auf dem Gipfel. Die Plattform steht niedriger, aber reicht auch. Wir müssen nicht zum Hochplättspitz laufen. Ja, es reicht ja auch so. Ja, finde ich auch. Ja. Schöne Aussicht hier. Und welchen Weg gehen wir jetzt wieder zurück? Den gleichen oder finden wir einen anderen? Wissen wir noch nicht. Naja, ich meine, wenn wir jetzt hier der Straße folgen, dann kommen wir wahrscheinlich irgendwo in Stockwinkel oder so raus. Und dann müssen wir am See entlang wieder zurück. Das kann passieren, ja. Na, schauen wir mal, wie es wird, ne? Ja. Jetzt haben wir mal gecheckt, wie wir zurückkommen. Eigentlich wollten wir einen anderen Weg gehen, aber der beste Weg scheint der zu sein, den wir auch gekommen sind. Also gehen wir den wieder zurück. Bis dahin. Genau, bis dann. Vor etwa 10 Minuten hieß es, dass wir 1 Stunde 10 Minuten brauchen bis runter an die Kirche. Jetzt sind wir aber schon 10 Minuten gegangen und von oben von der Plattform auch schon 10 Minuten ungefähr. Dann schauen wir doch mal, ob wir es hinkriegen, gegen 17 Uhr an der Kirche zu sein. Mein Handy sagt 16.14 Uhr. Und hier heißt es Unterrach 60 Minuten. Wir haben es jetzt 16.14 Uhr. Eine Blindschleiche. Ah ja, versteckt sich hier. Unterrach. So, meine Uhr sagt jetzt. Du, Otti, ja? Hier ist ein Zwischenstück auf dem Wirtschaftsweg. Ist wie Erholung für die Füße. Ja. Das ist was? Zinnkraut. Zinnkraut. Ja. Schmeckt nach Zinn. Nein, damit hat man früher Zinngeschirr gereinigt. Ach so. Schöner, sonnendurchfluteter Wald. In der Tat. Draufgetreten und abgeworfen von der Blindschleiche. Und das sind jetzt die Nervenzuckungen. Ja, und das andere wächst nach. Der Schwanz wird dann wieder länger. Ein schön steiles Stück hier. Ja. Was sagt die Meckleburger, wenn ihr da seid? Hei sagt, kiek mal an, Fide. Das ist aber ein bannig Style hier, du. So. Sag mal, Otti, was würde denn der Bayer zu diesem Weg sagen? Naja, der Xaver Kraxenhuber hat gesagt, mein Lieber, da geht's aber ganz schön gar auf. Aha, ich habe kein Wort verstanden. Ja, geht ganz schön steil runter. Wir haben es ja 16.45 Uhr und ja, wir sind noch nicht ganz unten. Ja. Es kann also durchaus sein, dass wir uns um einige Minuten verspäten werden. Schon wieder voll in der Sonne hier. Ja, wie sagt der Berliner,
Wie viel, weißt du was? Ich glaube, mir ist warm. Na? Wieder Attentat? Stunden später. Ich glaube, ich spinne. 7 Minuten vor oder sowas zeigt die Uhr an der Kirche an. Also schaffen wir es doch noch. So, endlich haben wir mal wieder festen Boden unter den Füßen. Yes. Sag mal, was fällt dir auf, wenn du auf die Kirchenuhr schaust? Kirchturmuhr. Kurz vor 5. Ja? Ja. Und was haben wir gesagt? Vielleicht schaffen wir es bis 17 Uhr, ne? Ja. Wir sind zwischendurch nochmal stehen geblieben. Ja. Videoaufnahmen gemacht. Lindschleichen gesehen. Lindschleichen besucht. Einige Blätter Bärloch gesammelt. Autos ausgewichen. Ich hatte mir schon Entschuldigung einfallen lassen. Für den Fall, dass wir 17 Uhr nicht schaffen. Aber jetzt, 5:02 an der Kirche. Ja, passt. Immer noch nicht 17 Uhr, mein Gott. Jetzt hat sie schon ein paar Mal geschlagen, die Turmuhr. Ja, das war jetzt 2, 3, 4, 5. Und vorher ist 4-mal Viertelstunde. Und beim Strandbad gegenüber die Bühne, wo die Unterracher Rockbands auftreten. Otti, du hast ja ein paar Disteln gekauft. Das ist ein Schnittlauch. Ach so. Möchte ich morgen Rührei mit Schnittlauch haben. Aha. Zum Frühstück. Gut zu wissen. Ja, ne? Kann ich mich schon darauf einstellen. Mhm. Das ist der Kletterturm von Unterrach. Aha. Der wird im Moment wohl gerade instand gesetzt. Und bevor wir wegfahren, könntest du dann vielleicht mal hochklettern? Nö. Nein? Nö. Hast du Angst? Pff. Nö. Bin nicht gut im Bouldern. Ach so. Straßenbahn hier. Einmal links und einmal rechts, wo jetzt die Asphaltwege sind. Ja, hallo. Wir sind angekommen. Leicht ermattet. Aber haben jetzt schon mal einen Schluck Bier getrunken. Zur Belohnung. Und Otti wird uns jetzt noch mal ein kurzes Fazit geben. Ja, wir sind immerhin über 9 Kilometer gelaufen. Waren über 3 Stunden 37 Minuten insgesamt unterwegs. 558 Meter sind wir hochgestiegen. 548 Höhenmeter. 58. 558. Ja, okay, wir sind ja nur bis zur Plattform gegangen, nicht bis zum Gipfel. Genau. Ja, musste man ja auch nicht, weil auf dem Gipfel, da stehst du von Bäumen umgeben. Ja. Aber auf der Plattform hast du einen schönen Blick gehabt. Hallo. Otti hat noch einen kleinen Zusatz. Also. Ja, also die Gesamtzeit war 3 Stunden 37 Minuten und Zeit in Bewegung war 2 Stunden 24 Minuten. 2 Stunden 24, also genau. Rund 2,5 Stunden in Bewegung. Ja. Das heißt, für fast 10 Kilometer Strecke wandern, berghoch, bergrunter, ist es ja schon mal was Vernünftiges, oder? Ja. Doch. Ja. Zumindest haben wir die Zeiten, die an diesen Hinweisschildern waren, immer unterboten. Ja. Okay. Ciao, ciao.